Oh, was ist jetzt hier auf einmal los? Ich will das lieber nicht wissen. Wir gehen mal hier raus. Und damit herzlichst willkommen zurück, liebe Leute von heute. Hier bei CrossCode für die Nintendo Switch, wo wir im letzten Part in der Mottenapokalypse den Master Key errungen haben. Einen Schlüssel, mit dem wir jetzt den Bossfight des Spiels, des Fajro-Tempels, starten können. Aber zuallererst muss ich natürlich irgendwie den Weg zur Bosskammer finden. Und der ist natürlich ja hier. Oh, sieh mal an. Ich aktiviere die Bosskammer. Das Problem hierbei ist natürlich jetzt allerdings, ich habe nicht mehr so viel im Inventar drin. Ich müsste jetzt allerdings ein bisschen rausgehen. Ich habe, er sagt, so gut wie gar keine Sandwiches mehr. So gut wie gar keine Angriffserhöhung mehr. Tja. Ich wüsste jetzt, er sagt, nicht so genau, wie ich jetzt weitermachen sollte. Vor allem aber weiß ich jetzt nicht, wo genau. Warte mal, das ist jetzt, er sagt, der eine Raum. Okay, das ist gut. Ich kann mich ja sagt wirklich nochmal außerhalb des Dungeons bewegen. Ja, ich kann mich wirklich nochmal kurz mal hier außerhalb des Dungeons bewegen und dann im Baki-Kun mich für den Bossfight neu auszustatten. Ich brauche neu. Brauchst du eine Pause? Alles klar. Moment, wenn jemand eine Pause braucht, verlässt jeder den Dungeon? Oui, so funktioniert das. Das ist ein ziemlich lasches Rennen, oder? Und es ist trotzdem ein Rennen. Na gut. Verdammt nochmal. Gut, das wird wirklich nicht gerade so einfach werden, wie erwartet. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt eine gute Idee ist. Ich werde langsam zur ultimativen Nahkampfwaffe, einen Schritt nach dem anderen. Okay, ich glaube, das war's. Ja, und wieder einmal habe ich jetzt so auf Anhieb vergessen, wie das richtige Teleportieren hier ist. Okay, Fajro-Tempel, Balkon. Gut, wir haben neue Sandwiches. Zurück zum Rennen. Wo habe ich denn nochmal aufgehört? Das ist nicht mein Problem. Das ist nun wirklich nicht mein Problem hier. Ich weiß, wo es jetzt hier weitergeht. Ich weiß, dass ich jetzt einmal auf jeden Fall speichern müsste. Ah, nee. Ich muss erstmal sehen, ob ich meine Circuits jetzt neu verteilen kann. Das ist jetzt wichtiger.
Erhöht Rückstoßresistenz gegen schwache Angriffe um 2%. Warte, hier habe ich fast alles aktiviert. Was haben wir hier? Ein schneller Dash, der Eiskristall hinterlässt. Die Gegner bei Kontakt verwunden. Indigo Strike. Obwohl, Nahkampfschaden. Wäre das jetzt so gut? Okay, machen wir das jetzt lieber mal so. Dann auf unserem normalen Questbaum. Ich würde mal sagen, beschleunigt die Heilung von negativen Statuseffekten. Das bräuchten wir. Wir sind aber jetzt leider trotz allem nicht gerade sehr weit gekommen hier. Und in unserem Feuermodus. Hitzeresistenz bringt uns jetzt nichts. Wir müssen ja dabei das jeweilige aktiviert haben. Ich kann aber trotzdem jetzt noch Raufbold aktivieren. Gut, abgesehen von einem Statuspunkt haben wir jetzt nichts anderes gemacht. Gut, 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 gut. Dann mal los. Wir stellen uns dem finalen Boss des Fajo-Tempels. Hallo? Hitzewiderstand aktivieren. Wo zum Kugel... Okay, das war nicht gut. Das war nicht ideal gewesen. Überhaupt nicht perfekt. Und ja, wir sollten jetzt an dieser Stelle mal wieder überlegen. Gemüsestäbchen aktiviert. Bergen Eiscreme aktiviert. Würzige Semmel aktiviert. Ultimative Riesenmotte. Scan einleiten. Level 30 Monster. 18.000 Lebenspunkte. Meister Magmoth. Meister Magmoth. Verdammt nochmal! Ich habe dich gebrochen.
Erstmal alle Eier hier weggesoffen. Okay, unsere Angriffskraft. Okay, dieses Viech ist jetzt wirklich eine etwas größere Hausnummer. Als erwartet. Ah, verdammt, mehr als zwei? Okay, das Ganze entpuppt sich jetzt wirklich als ein etwas schwierigerer Fight als erwartet.
Oh, das war jetzt fies. Das war jetzt wirklich fies gewesen. Wir hätten diese verdammte Riesenmotte jetzt eben fast bezwungen. Okay, wie kann man da jetzt so schnell sein? Und wie kann ich jetzt, ehrlich gesagt, wieder mal so schlecht sein? Ich muss wirklich meine Items ein bisschen besser im Auge behalten. Okay, das war jetzt, wirklich nicht gerade so gut.
das... Okay, jetzt schläft meine Hand wieder ein. Okay, ich werde langsam zu alt für dieses Spiel. War's das jetzt? Anscheinend, die vorherigen Bossfights haben uns anscheinend, obwohl nicht die vorherigen Bossfights, sondern die vorherigen Kämpfe gegen die Motten und generell die ganzen widerlichen Rätsel, die wir hatten, haben uns auf jeden Fall ziemlich gut gestärkt. Und wir haben Level 30 erreicht. Was kriegen wir denn jetzt hier als Belohnung? Eine Statue. Tja, und Emily hat jetzt nun wirklich den Schock ihres Lebens erlitten. Die ultimative Riesenmod. Riesenmotte. Meister Magmoth. Riesenmotte! Mit Lasern! Riesigen Lasern! Warum tun sie mir das an? Ah! Alles in Ordnung, Lea. Ich hab bloß überreagiert. Aber danke. Aber hey, trotz dieser Horrorerfahrung bin ich Erster. Ich hab's einfach drauf. Mist, ich bin Letzter. Das wundert mich jetzt aber. Du warst doch vorher so schnell. Ich hatte ziemliche Schwierigkeiten mit diesen Feuergolems. Ah, oui, die waren knifflig. Die fand ich einfach. Ja, und dann dieser Boss. Ich meine, wie schaffst du das, Emily? Naja, einfach so irgendwie. Wie auch immer, das hat Spaß gemacht. Jetzt ist es Zeit für die Belohnung, richtig? Oui, allez, allez. Und die Belohnung ist jetzt was? Einen weiteren Spezialpunkt vielleicht endlich mal? Die immerwährende Sonne scheint voller Kraft auf diese Lande. Ihre flammende Pracht bringt Leben und Tod zugleich. Auf diesem unerbitterlichen Pfad hast du Beharrlichkeit bewiesen. Mit eisigen Streichen und Hieben hast du die glühenden Gründe überquert. Du, der Reisende, der Gesandte des Wandels. Du hast dich als würdig erwiesen. Nimm diese Form und schreite gen Osten. Rote Flammenform erhalten. Deine Entschlossenheit ist bewiesen und verdient ein Geschenk der Stärke. Lass mich deine innere Flamme stärken, um ihre Wärme beständig zu erhalten. Weiteres Power-Up! Na endlich, meine SP-Leiste wurde erweitert. Möge jeder deine Schritte den Pfad deines Wachstums ebnen. Im Namen der Geodreiecke und der Pyramiden.
und der Dreiecke an sich. Gratulation, Sieger. Du hast dein zweites Element erlangt und damit einen weiteren Meilenstein von Operation Fahrtläufer erreicht. Mit der roten Flammenform erhältst du nun Zugang zu Autumn's Fall nordöstlich von Rookie Harbor. Suche die alte Statue in Autumn's Fall auf und stelle dich deiner nächsten Prüfung. Nimm dies als Anerkennung für deine Verdienste entgegen. Nicht schon wieder sowas. Okidoki, das wäre erledigt. Dieser Weltraumvogel war besonders beeindruckend. Ich fand das brennende Schwert so genial. Macht Sinn, sie ist das Symbol für Hitze und Feuer, richtig? Ah, oui, außerdem. Schaut euch diesen Ort an, er ist wunderschön. Viel besser als diese finstere Höhle letztes Mal. Kommt schon, ich will dort runterschauen. Nö, liebe Leute von heute. Nö. Wir schauen vielleicht im nächsten Part da mal runter. Aber in diesem Part sage ich dann jetzt erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Ich habe erstmal meinen Horror-Tempel, meinen Horror-Dungeon, den Fajro-Tempel, hinter uns gebracht. Im nächsten Part werden wir mal sehen, was für wissenswerte Informationen es hier noch so gibt. Ja, und dann machen wir mal weiter mit Autumn's Fall in der Nähe von Rookie Harbor. Es geht in den Osten. Und damit seid dann auch tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.